Nachdenkseiten. Dann wurde mir parallel der Film gezeigt dessen, was nicht ich oder die israelische Regierung aufgenommen hat, sondern Hamas-Kämpfer mit ihren, wie heißen die, GoPro-Kameras an ihren Helm. Und wissen Sie, was ich da gesehen habe? Das war das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Ich habe es mir angeschaut, weil ich wissen wollte, was dort passiert ist. Und zu erleben, wie eine Frau vor laufender Kamera vergewaltigt wird. Wollen Sie immer noch bei vergewaltigten Frauen dazwischen schreien? Herr Wagner, die Außenministerin hat am 26. Mai bei dem Demokratiefest erklärt, dass sie in Israel bei einer Videovorführung gesehen, Videomaterial von GoPro-Kameras von Hamas-Kämpfern gesehen hätte, die gezeigt hätten, wie eine Frau vor laufender Kamera vergewaltigt worden sei. Diese Aussage hat international für relativ viel Aufsehen gesorgt, weil sowohl Vertreter des israelischen Verteidigungsministeriums als auch ein UN-Team unter Leitung von Pamela Patton, also der Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten, sind beide zu dem Schluss gekommen, nach umfangreichen Untersuchungen, dass ihnen keinerlei Video- und Fotoaufnahmen vorliegen, die die Vergewaltigung von Frauen durch Hamas-Kämpfer zumindest visuell belegen würden. Wenn ich ganz kurz die UN-Sonderbeauftragte zitieren darf: Bei der gerichtsmedizinischen Bewertung der verfügbaren Fotos und Videos konnten keine greifbaren Hinweise auf... Herr Warwick, können Sie es vielleicht raffen? Es ist ein Zitat, was in dem Themenkontext auch echt relevant ist. Sie haben die Kernaussage ja schon gesagt. Es gehört ja durchaus zu unserer Profession, Dinge auch mal ein bisschen zu kürzen, damit wir zeitlich vorankommen. Aber ich gebe dir auch andere Kandidaten, da sind Sie nicht ganz so streng, aber sei es drum. Meine Frage ist, ob vor diesem Hintergrund die Außenministerin bei ihrer Darstellung bleibt, dass sie höchstpersönlich entgegen den Aussagen des UN-Teams und auch israelischer Quellen dieses Material tatsächlich mit dieser visuell bestätigten Vergewaltigung gesehen hat. Herr Warwick, ich kenne jetzt diese Aussagen und Berichte, auf die Sie sich beziehen, nicht. Insofern kann weil es mir verboten wird, die zu zitieren. Wenn Sie sie zitieren, müsste ich sie ja in Gänze kennen. Ich meine, dass Sie dazu ja auch kommuniziert haben, auf Ihren sozialen Medien gesehen zu haben, dass es sich ja auf öffentlich verfügbares Material, also ganz grundsätzlich, ich glaube, es gibt keinen Zweifel, es besteht wirklich kein Zweifel daran, dass es beim Angriff der Hamas am 7. Oktober zu sexualisierter Gewalt und zu Vergewaltigung kam. Ich glaube, es ist wirklich abscheulich, das hier in Abrede zu stellen. Nachfrage? Ja, dann, wenn ich es dann jetzt darf. Aus den israelischen Quellen, aus Anfragen von Haaretz an drei Stellen des Verteidigungsapparates geht hervor, dass das von der Polizei und den Geheimdiensten gesammelte Material, einschließlich der Aufnahmen von Körperkameras der Terroristen, keine visuelle Dokumentation von Vergewaltigung enthält. Es ist wirklich das erste Mal, dass eine europäische Politikerin von solchen Aussagen spricht. Damit relativiert man in keinster Form sexuelle Gewalt, aber zu sagen, sie hat sozusagen eine visuelle Bestätigung gesehen von etwas, von dem die UN und selbst israelische Stellen sagen, die gibt es nicht, ist ja schon Nummer. Deswegen würde mich interessieren, damit man das journalistisch verifizieren kann, könnten Sie bitte sagen oder dann nachreichen, an welchem Tag, in welcher Örtlichkeit und Begleitung welcher weiteren Vertreter des Auswärtigen Amtes Frau Baerbock sich diesen Videozusammenschnitt angeschaut hat? Herr Warwick, die Aussagen der Ministerin stehen für sich, aber ich möchte noch mal einmal klar sagen, es besteht kein Zweifel daran, dass die Hamas am 7. Oktober bei ihrem Terrorangriff auf Israel Frauen vergewaltigt und sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Das habe ich eigentlich Frage gestellt. Es geht um das. Doch, das tun Sie aber implizit in der Art und Weise, in der Sie Ihre Frage stellen. Ja, ich stelle die Frage, ob die Aussage von Baerbock, dass sie das auf Video gesehen hat, was selbst Israelis verneinen, dass es das gibt als Videobeweis, damit negiere ich in keinster Form sexuelle Gewalt. Die wurde auch von der UN-Sondergesandten entsprechend dokumentiert. Aber es ist ja schon was, wenn eine Außenministerin sagt, sie hat das als Videobeweis gesehen und alle anderen Quellen das explizit negieren. Ich habe es jetzt oft genug gesagt, sowohl der israelische Geheimdienst als auch die israelische als auch die UN. Herr Warwick, Sie haben zwei Quellen zitiert und damit zu implizieren, dass das die Wahrheit ist, ist einfach journalistisch nicht sauber, ehrlich gesagt.
Ich fürchte, Herr Warwick, an dem Punkt kommen wir jetzt hier gerade nicht weiter. Es war jetzt schon die quasi dritte, es war keine Nachfrage, sondern es artet jetzt in eine Diskussion ab. Daher, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, würde ich es an der Stelle gerne beenden. Und vielleicht noch mal die grundsätzliche Anmerkung, weil Sie gesagt haben, wenn ich es jetzt darf, jeder darf eine Nachfrage stellen. Worauf ich hier bestehe, ist, dass wir uns ausreden lassen. Das sind die Gepflogenheiten der BPK und auch eine Frage von Kinderstube, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist Herr Jung dran. Ich würde gerne zurück zu Rafa.